So, bin ich schon wieder. Jetzt habe ich schon wieder diesen Controller in der Hand. Ja, der sieht nicht mehr schön aus. Da hat der Wuffi drauf rumgebissen. Es macht aber nichts. Da habe ich ja gesagt, die USB-Buchse ist kaputt. Die müsste ich ja tauschen. Könnte ich jetzt eine umlöten und fertig. Ich mache es aber einfacher. Ich nehme das. Habe ich bei Amazon gestern bestellt. Für 4,95 und jetzt ist es schon da. Das werde ich jetzt austauschen und dann sollte das wieder funktionieren. So, brauche ich jetzt mal den Schraubendreher. Sind da. Schrauben wir das hier mal schnell auf. Der geht natürlich nicht und jetzt weiß ich nicht, wo der andere ist. Der hier. Ja, der geht. Ich habe ja genügend Schraubendreher da. Da kommt wieder meine Uhr, die mich wieder nervt. So. Hier ist ja auch wieder mit beherzt dran reißen gewesen. So, ziehen wir das alte Kabel ab. Jetzt mal wieder hier rein. So. Vergleichen wir das mal. Die LED ist größer. Kann man das sehen? Das ist der neue, das ist der alte. Die LED ist größer. Das Kabel geht zur anderen Seite weg. Was ist das denn? Warum? Ich habe doch geguckt, da stand PS4 für diesen Controller. Sollte aber kein Problem sein, oder? Was sagt das Flachbandkabel? Das ist dasselbe. Das sieht dasselbe aus. Dann setzen wir das da halt rein. Das kommt so rum da rein. So. Klappen müsste aber theoretisch passen. Zur Not schicke ich es zurück. Ich halte die Scheibe hier raus.
Oh, passt rein. Schraube. Das sollte da so rein. Wenn ich jetzt hier PS drücke, sollte er blinken. Genau. Tut er. Dann sollte das auch mit dem... Laden funktionieren. So, muss gucken, ob ich das jetzt da zusammenkriege. Das ist jetzt blöd, dass das Kabel auf die falsche Seite geht. Kann ich das nicht anders machen? Das ist verkehrt rum. Muss ich verdrehen. Ja gut, ich weiß, wenn ich es verdrehe, ist nicht schön. Aber er blinkt noch. Ich kann hier ja mal vorschlagen, ob ich mal in Chinesien oder wo auch immer neues Gehäuse kriege. Für 10, 15 Euro oder was auch immer die Dinger kosten. Und dann mal das Innenleben umbauen. Blink. Ach, jetzt habe ich das eine Ding vergessen. So, jetzt will ich mal gucken. Ob der Strom annimmt. USB. E-Meter. Kabel dazu. Ob da jetzt ein Wackler drin ist. Nein, das geht schon recht schwer rein. 500 mA und 4, und Volt runter. Jetzt habe ich auf die PS-Taste gedrückt. Ausgegangen.
Die ist doch voll. Oder bin ich jetzt doof? Das funktioniert. Und er wackelt nicht. Er lädt. Er geht auch recht stramm rein. Sieht er schon wieder aus. Naja gut, er ist glaube ich auch voll. Der war auch glaube ich voll gewesen. Er nimmt ja Strom, wenn ich reingehe. Ja. So. Dann ist der wieder repariert. Gut. Das Ding lege ich beiseite. Das war's. So 10 Minuten circa und dann war die Sache erledigt.